Gut, dann geht's weiter. Das ist zum Beispiel die von meinem Überlebensbaum. Die Special-Waffe. Die Armbrust. Okay. Ja, Jeder guck. Baum hat eine Special-Waffe. Genau, dann gehen wir jetzt ins Kapitol. Ich gucke mal gerade auf der Karte, dass ich die überhaupt auswählen kann. Oh, Stützpunkt freigeschaltet. Das Kapitol. Wir gleich mal zum Kapitol reisen, eigentlich hier. Ja, das wollte ich gerade sagen, das werde ich jetzt auch, wenn ich kommen möchte. Die haben das Kapitol in eine Festung verwandelt. Sie haben ein automatisches Geschütz, das den gesamten Westen. Dann reisen wir da mal hin. Stell mir doch direkt auf schwer, wa? Was? Nein, Quatsch. Geht ja gar nicht. Dann zählt es, glaube ich, Herausfordernd. nicht als Story. Geht doch heroisch. Okay, ja, gehen wir rein oder was? Können wir tun. Das wird Na jetzt witzig. dann. Oh, ich bin gespannt. Wenn wir das Kapitol Die einnehmen, vom schwächt Aufbau das die cool. Schusshand enorm. Ist cool gemacht. Ja, die ist Hauptsache echt cool. ist der Koffer, den Präsident Alice an Bord der Air Force One bei sich hatte. Kelso wartet in einem Helikopter und holt den Koffer ab, sobald sie ihn gesichert haben. Wenn Alice die Wahrheit Das ist echt sagt, eine geile reicht davon Mission ab, dass wir ihm diesen Koffer bringen. hier. So, kurz Durch den Munition auf. Außenbereich bringen wir sie mit Hilfe von Vor allem der Anfang hier, der ist genial. Aber machen Sie schnell! Ich sehe was auf dem Dach. Da warten so einige Feinde auf Sie. Aber offenbar zeigt das nur die Wirkung. Das automatische Geschütz Hier fehlt so ein feuert bisschen weiter. theatralische Mucke. Erstmal. Ja. Ich hätte da jetzt. Boah, was würde mir jetzt einfallen? An Musik. Irgendwelche coole Filmmusik Also auf jeden Hans Fall. Zimmer Musik, weißt du? Ja, genau, da habe ich jetzt So. auch gerade dran gedacht, in die Ja. Richtung. Ja, so sind auch so böse. Ich hätte jetzt so ganz spontan Richtung Titanic-Mucke gepasst, gedacht. Ja, so Titanic, Pearl Harbor, sowas so. Ja, genau. Wo sie da mit dem U-Boot über das Schiff gehen und alles, wo da gibt es ja auch diese Musik, die so ein Ja. bisschen im Hintergrund läuft. Das hätte ich jetzt gerne auch gehabt. Weiß ich, bei dir Das weiß ich. macht halt so viel aus, ne? Wobei, bei dem weiß ich nicht, ob das von der Zimmer ist. Weil die Titanic-Mucke ist ja, glaube ich, nicht von Hans Zimmer. Also die Nee. Soundtrack. Ich weiß, der Original ist auch nicht von Celine Dion. Also der Original-Soundtrack, ja. Aber es gibt ja bestimmt die Filmmusik ist wahrscheinlich auch von wem anders. Da sind die Spiele heutzutage schon selbst mehr verschlingen als Filmtitel. Oder was? Und Musik etc. Über so 8-Bit-Musik von damals. Ja, damit habe ich angefangen. Ja. Der alte Gameboy. Apropos Gameboy. Der Gameboy ist, glaube ich, vor ein paar Tagen oder so 30 Jahre alt geworden. Der Klotz. Ich bin noch älter. Ich wollte gerade sagen, jetzt finde ich mich auch älter, aber ich bin erst 19, deswegen. Okay. Ja, gut, ich bin. Aber es Ich werde ist 32 demnächst. Ich habe auch alle alten Konsolen, so Super Nintendo N64, habe ich alles in OVP in meiner Vitrine. Der N64 habe ich leider verkauft. Das brauche ich immer noch, das Ding, dass ich das vergetan habe. Der Ich hätte Kiste gehen. Summen. Ja, ich hab den für Bei eBay Fuffi, ich hab guckst. den für Fuffi damals an meine Schwester verkauft. Oh Gott. Ich wollte Deine sie nicht mehr. Schwester. Ich wollte sie nicht mehr. Aber irgendwie, weil ich damit nicht. Aber ich bereue es, dass ich es getan habe. Und wenn die OVP gut erhalten ist, kriegst du da gut und gerne so 400-500 Euro für bei eBay. Ist schon nicht. Ja. Das war der letzte. Jetzt sollte der Weg zum Eingang frei sein. Dann Gut. sollten Sie jetzt da reingehen und es beenden. Ach, hier oben geht's wieder, okay. So, komm, jetzt gehen wir mal hoch. Komm, Kev, ich zeig dir was Witziges jetzt. Also, wir Oh, da bin müssen ich hoch. gespannt. Warte, wir müssen hoch. Eine andere Ja, Seite. das ist geil. Pass auf, Phil, das wird jetzt cool. Guck. Erstmal müssen wir da hoch. Noch Gegner? So. Nee, man kann Stell dich mal vor die Tür.
Oh nein, was Die. nicht. Jetzt hau ab. Okay, jetzt. Nein, stell dich davor. Ich stehe davor. So, jetzt warte. Jetzt kommen die Gegner hier mal raus. Hinter dich. Nee, guck mal nee, hinter dreh dir. Dich mal um. Bleib da stehen, aber dreh dich um. Oh oh. Ja, super. Das ist mir gestern auch passiert. Ich dachte, ich muss da rein. Und dann stehe ich vor der Tür und auf einmal kommt dieses Geschütz. Ja. Super. Ich habe mal gerade noch Unterstützung gesucht. Damit kann ich Leute, die das gerade Level 30 geworden sind, so geil verarschen. Ey. Ja, ich wusste es ja tatsächlich. Ich spiele es ja auch zum ersten Mal jetzt gerade. Systemfehlfunktion. Ist nur von EMP. Elektronische Signatur Dinger. Entdeckt. Ja, der steht hier in dem Raum drin. Ja. Ja, genau. Gut. Irgendwem ist es entweder windig oder sein Mikro ist zu nah am Mund, glaube ich. Ja. Das kann nicht sein. Ich glaube, Kev ist das. Ja, aber ich bin, wie gesagt, ich bin mega erkältet. Weil ich muss durch den Mund atmen. Sobald Sie den Koffer haben, müssen Sie aufs Dach der Rotunde. Warten Sie dort auf den Helikopter. Ist hier von nur drei Gegner? Verstanden. Wir müssen da weg, bevor sich der Helikopter nähern kann. Sagen, ich Achso, ich muss ausbrechen. Ich wundere mich gerade, ich kann mich nicht bewegen. Ja, das kommt hier jetzt noch öfter vor. Okay. Alter, hier brennt einfach mal alles. Ich habe halt zwei Geschütze mit Flammenwerfer drin. Ja, das bin ich halt schon hart okay. Flammenwerfergeschütze schon heftig geil. Ja. Und vor allem, wenn du dann Talente hast, kriegst du nochmal 10% Waffenschaden auf brennende Gegner. Das Ding ist schon 1A. Vor allem, wenn du weißt, dass da jetzt gleich Gegner rauskommt, stellst du das Geschütz vor die Tür, ja, dann fangen genau. Alle ab. Das ist genial. In District Union Area ist das ganz geil. In diesem Gang, in dem zweiten Raum. Schmeißt das Geschütz rein, alle Gegner brennen und du rennst hin und knallst alle ab. Cool. So, Munition mal wieder auffüllen. Zack. Aber wie abgeranzt das Kapitol aussieht, ey. Ja, einfach komplett alles zerstört und untergegangen. Immer beim letzten Schuss muss ich nachdenken. Wieder, bitte. Nachladen, zack, zack. Ach, der liegt da auf dem Boden, der Stringel. Ja, das haben sie tatsächlich im ersten Teil nicht gemacht, da standen sie dann rum. Aber hier haben sie tatsächlich ein bisschen mehr. Die KI so ein bisschen intelligenter gemacht, ein bisschen besser gemacht, finde ich, meiner Meinung nach. Das hieß aber auch zwischen diesen JTF-Typen. Im ersten Teil war sie einfach nicht brauchbar. Hier sind sie doch. Hier sind sie doch deutlich brauchbarer. Ja. Wenigstens schießen die diesmal auch. Ja, eben. Und vorher haben sie ja. Teil haben die so gut wie nicht geballert. Ja, die stand da und haben sie. Guck mal, Kollege. Weißt du mal hier oben? Lass mich nicht erschießen. Siehst du, dafür ist das Flammenwerfergeschütz gut. Ich stehe oben am Eingang, wo die rauskommen, mit dem Geschütz. Hier. Hier ist mein Geschütz kaputt. Ja, meins braucht noch ein paar Sekunden. Am besten immer, bevor der Cooldown runter ist, selber kaputt machen, weil dann hast du immer nur 45 Sekunden weniger Cooldown.
Hast du auch den chemischen Werfer drin, Phil? Als, ja, aber nur für Rüstung. Spiel. Okay. Willkommen auf dem Dach des Kapitols. Hey, hey. War jetzt nicht so oft im echten Leben. Nee, tatsächlich. Ja. Hier habt ihr das gesehen von Ubisoft, was die gemacht haben? Die haben in Assassin's Creed Unity. Da ist Notre Dame doch. Ja, habt ihr sonst gemacht, weil die Notre Dame ja abgebrannt ist. Ja. Ja. Und stellen die Daten sogar bereit, das wieder aufzubauen. Weil es nämlich die einzige Firma war, in Anführungsstrichen, die das Ganze per 3D-Modeling nachgebaut haben. Und das gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ja. Ich hab mir das im Spiel angeguckt. Schießen Sie ein Signal ab, wenn Sie bereit sind, dann bringen wir den Koffer in Sicherheit. Oh Mann, nee. Gleich kann ich Kev mit Sachen zuschmeißen, ey. Yay. So, hier ein Rucksack. Der ist sogar gar nicht mal kacke, der Rucksack. So. Die Frage, ob das Ding hier wirklich so aussieht. Das Kapitol? Ja. Ist der Heli von uns oder ist er von Gegnern? Nee, von uns. Eigentlich wollte er uns abholen, aber jetzt wird er beschossen. Jetzt müssen wir hier runter gleich und dann müssen wir da nach ganz oben und die Luftabwehr gucken. Okay. Also ich glaube, dass sicherheitsrelevante Dinge nicht mit hier im Spiel sind. Aber da sind wir. Ja gut, okay, klar. Das wäre so ziemlich krass. Ja. Das Gebäude an sich sieht schon, glaube ich, so aus. Aber ich glaube halt so Sicherheitsmaßnahmen und sowas. Ja, ja, klar. Ja, das Washington an sich ist ja 1:1. Also auch vom Maßstab her. Ja. Haben sie gesagt. Ja, das Lincoln Memorial zum Beispiel sieht genau gleich aus. Ja, auch so die Gebäude und so, dass die wirklich dann, dass das Haus neben dem anderen steht und so, das haben sie ja echt 1:1. Das ist auch GTA zum Beispiel sehr krass. Ich habe das bei einem sehr bekannten deutschen YouTuber geguckt mit Bart. Das darf ich jetzt gerade nicht nennen, weil ich keine Werbung mache für andere, haha, außer für meine Leute. Der hat das zum Beispiel gesagt, wo der das GTA Let's Play gemacht hat. Er hat zum Beispiel Dinge da wiedererkannt, weil die kurz vorher, glaube ich, auch in Los Angeles waren und alles und haben dann halt gesagt, oh, das kenne ich wieder, das Haus steht hier wirklich und alles wurde. Klar, ein paar Dinge sind ein bisschen verändert worden, aber größtens, sagen wir mal, 80% wahrscheinlich sieht genau gleich aus. Okay. Ja, das Lincoln Memorial sieht genauso aus, weil da bin ich auch schon gewesen. Okay. Heißt das dann auch wirklich so oder was? Das heißt ähnlich, ja. Ne, heißt genau so sogar. Also ist halt ein Gedenkplatz für Abraham Lincoln. Ja, das dachte ich mir jetzt gerade. Bisschen anders genannt, aber. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. So, Radar wird ausgeschaltet. Ja, muss im Radio bleiben. Ja, ich bin gerade dran. Ich renn mal. Bleib hier. Tschüss. Alles gut. Dann bleib ich hier, so quasi. Das ist bei mir in jedem Spiel so. Ich renn immer über die ganzen... Weniger die als die Hälfte. Nee, Quatsch, das geht ja hoch. Hast du eigentlich angefangen aufzunehmen? Ja. Okay, ich habe gar nicht mehr gekriegt. Ich habe da aber nur andere, ich habe keine Moderation gesetzt. Ich setze immer, manchmal sage ich so, jetzt geht's weiter und dann ist okay. Ich habe auch die eine Folge da, wo wir im Untergrund waren und alles drum und dran, habe ich quasi jetzt eine Folge gemacht, habe danach quasi die nächste Folge angesetzt. Wo wir da diese U-Bahn oder was da war, diese Metro-Ding da. Ja, ja. Boah, ich bin eingesperrt, ey. So viel Schaden gegen diese Elite-Gegner, das ist einfach...
Oh, jetzt ist so, das erste Radar ist down. Ja, jetzt ist auf der anderen Seite noch eins. Ja, ja, klar. Aber ihr habt schon gemacht. Ja, das habe ich vor allen Dingen auch immer in Jaskos geliebt. Solche Radare und so wegzuschießen und Panzer von Gegnern und so wegklauen und sowas. Ich hänge dich einfach mal kurz unter den Heli von den Gegnern und nimmst dann einfach mal kurz aus dem Flug mit. Fällt und brennt ein bisschen. Ja. Hast du nur keinen Schaden bei mir. Na gut, mit 500er Eisenlevel. Komm, zeig dich doch. Ich mache auch an den Eliten mehr Schaden als an den Roten. Ist normal. Auf die Elite-Schadenheit gehst. Warte mal, was? So, noch ein Gegner gehört hier. Oh, ich hab keine Muni mehr in meinem Sturmgewehr. Ja. Hier vorne ist eine Munitionskiste. Weiter war nicht dafür. Sind wir hoch, genau. Super. Oh. Radar ist auch ausgeschaltet. Der Boss. Post da oben. Verstanden. Ich komme. Ja, jetzt kommt keine Neustation. Ach ja, ja. Ja, wie darf er jetzt nicht sterben? Ich muss jetzt eigentlich nochmal hoch, um das Ding zu holen. Ja, das gut. Da kommst du gleich hin. Da oben beim Loot. Ja, da bist du gleich eh raus. Da oben bist du gleich eh raus. Okay. Das soll ich den Tisch anbringen. Ja. Jetzt haben wir nämlich die Aktentasche vom Präsidenten gesichert. Und jetzt kommt noch ein Dicker da oben. Oh, Ridgeway. Schneller weg sein, als er kommt. Wenn er sich zeigt. Bitte. Bitte jetzt. Brennt jetzt erstmal. Wer kriegt jetzt von mir noch eine der? Ja. Tschüss. Figürchen auf meiner Karte hat der Pisser das Teil, das ich am liebsten umwerfen wollte. Viele Kameraden der alten Einheit sind wegen ihm tot. Einige sind sogar übergelaufen. Schicken Sie ein Signal von der Vordertreppe hoch, sobald die Luft rein ist. Dann ab nach Hause. Zeit zu feiern. Jetzt warte, ich gehe kurz eben noch das Loot da oben holen. Das ist wichtig.
Feldrang 1. So. Genau, dann baue ich jetzt wieder meinen Charakter um. Brauchst du gar nicht. Jetzt wird dein Weltrang erhöht. Ja. Vielleicht wirst du so zugeschmissen. Und musst du wieder neu umbauen. Wie oft oder wie weit jetzt erhöhen sich die Weltränge immer? Du musst jetzt quasi. Also du bist ja jetzt Weltrang 1 gleich quasi. Bin ich schon. Auf der Karte sehen, dass alles rot ist. Und du musst zwei Missionen und dann wieder eine Invasionsmission machen, um die Karte, um quasi den Stadtteil zu befreien. Oh Moment, gerade. Ich hab grad sehen. Stopp. So, weil er uns jetzt zu Weltrang 1 auf den Server packt, deswegen. Theoretisch alle Missionen und alle Invasionsmissionen nochmal machen, um quasi in den nächsten Weltrang aufzusteigen. Okay. Also alle Hauptmissionen. Quasi. Schmeiß ich dich jetzt mal ein bisschen zu mit Loot. Agent, ich habe Spezialisierung auf Lager, ja? Evasion. Na gut, die ganzen Zeugs hier. Wer zum Geier greift uns an? Die Zeichen gehören zu einer Sicherheitsfirma, die für die Regierung arbeitet, Black Tusk. Das heißt nichts Gutes. Wo ist Alice? Wird vermisst, keine Spur eines Kampfs. Wir müssen das Heilmittel erreichen. Ich markiere den Standort, tun Sie nichts Dummes. Agent, begeben Sie sich dahin. Ich werde vor Ort auf Sie warten. Ja. So, Einsatz abgeschlossen, sehr schön. Gut, dann bin ich hier mal meine Aufnahmen und dann. Oh, Kopfgedanke. Und dann mache ich den Rest jetzt offscreen.